Peace. Jetzt ist halt so windig, ich wollte eigentlich Außenaufnahmen machen, habe extra mein Stativ dabei und auch meinen Osmo Pocket und mein externes Mikrofon mit einem Windpuschel, aber es ist trotzdem zu windig, weil es haut mir von meinem Stativ runter und es ist blöd, das mache ich nicht. Und deswegen geht's weiter mit Fockerchens Heimfahrt Teil 34. Und Intro. Peace. Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ja, ich weiß, ich bin momentan ein bisschen faul, was das alles, was Video schneiden und sowas betrifft. A, sind wir ein bisschen die Themen ausgegangen. B, habe ich 2 Wochen Urlaub gehabt und diese 2 Wochen Urlaub habe ich genutzt. Da geht der Geierhard da hinten. Die habe ich genutzt, um nichts zu tun. Außer am Haus ein bisschen was zu machen und ein bisschen. Jetzt ein Lauf, Gerhard, Lauf. Gerhard, es tut mir leid, du bist auf dem Video drauf. Oh nee. Ja. Alle lachen sie schon. Ja, ich kann sie bis hier. Ja, genau. Und Zimmer neu eingerichtet und so weiter. Aber um was geht's heute? Heute geht's um Lieferprobleme Kia. Das habt ihr schon gehört. Deswegen habe ich momentan auch fast keine Themen so, weil wenn ein Thema kommt, berichten eigentlich alle Kanäle drüber. Und das will ich nicht. Ich will nicht nochmal über irgendein Thema berichten, wo schon Dutzende drüber berichtet haben. Und vor allem haben die sich mehr Gedanken drüber gemacht und auch mehr Informationen irgendwo aus dem Netz gefischt. Das ist mir alles zu viel Arbeit. Aber das betrifft mich ja selber. Warum? Also, die Lieferprobleme von Kia. Ich habe eine Mail bekommen von Kia, wo drauf steht, Achtung, Lieferprobleme mit dem Soul, mit dem e-Niro. Und alle Bestellungen, die eben ab Januar reingekommen sind, und vorher hat man ja nicht recht viel bestellen können, also ab Januar ist ja eigentlich so richtig losgegangen, die einen Liefertermin von um die 6 Monaten kommuniziert worden ist, muss ich Ihnen leider die Mitteilung machen, dass die Liefertermine nicht eingehalten werden können, sondern eher 12 Monate plus. Als Begründung, Batterieprobleme, das heißt, dass die Batterie ja, zu produzieren einfach, sie kommen nicht hinterher. Beziehungsweise der Hersteller von diesen Batterien kommt nicht hinterher und laut Kia sind sie völlig überrascht worden, was die Bestellanzahl von E-Autos betrifft. Also ob das jetzt der e-Niro ist, vorher ja schon auch mit dem Ioniq. Jetzt haben sie den neuen Ioniq angekündigt, dieses Facelift. Mit einer größeren Batterie, ich glaube mit einem 39er, glaube ich. Warum das eine kleine 64er bringen, weiß ich jetzt nicht. Aber das Problem ist, dass die halt viel mehr Bestellungen haben, als sie gedacht haben. Und dementsprechend haben sie Probleme, die Batterien herzukriegen. Ich denke mal, wenn sie ein bisschen auf die Leute schon letztes Jahr gehört hätten, würden sie jetzt nicht so überrascht werden, was die ganzen Bestellzahlen angeht. So, jetzt ist ja so, dass wir einen Hyundai Kona bestellt haben im Januar. So, als ich die Mail gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, das wird bei Hyundai nicht anders sein, weil die die gleichen Hersteller haben, weil die eigentlich aus einem Konzern kommen. Das wird für mich heißen, 12 Monate plus.
Bei uns ist kommuniziert worden, wie wir den bestellt haben, also passt auf, zwischen 8 und 12 Monate. Das heißt, Januar, spätestens Januar nächsten Jahres. Naja, heftig. So, wir sind jetzt im Urlaub. Wir haben den Polo ja zurückgegeben und im Urlaub sind wir dann zum Hyundai-Händler gefahren nach Regensburg, zum Platzer und haben einen Leihwagen bekommen. In der Zeit, wo der Kona nicht geliefert werden kann. Aber das ist bei Hyundai ja öfter so, das kennen ja die Leute auch, die sich einen Ioniq damals bestellt haben, wo er nicht lieferbar war, haben die auch einen Übergangswagen bekommen. So ist es auch bei uns. Und zwar haben wir einen Hyundai i20 gekriegt. Eigentlich ein schönes Auto, muss ich sagen. Also, der hat im Gegensatz zum Kona zum Beispiel ein weiches Armaturenbrett. Das hat der Kona gar nicht. Und vorher mit dem Polo, da haben wir ja auch die Highline-Ausstattung gehabt. Und so ein großer Unterschied zwischen i20 und dem Polo ist eigentlich nicht. Also, der Polo ist jetzt nicht unbedingt besser in der Verarbeitung, muss man ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was bei dem i20 ein wenig schlecht ist, das ist die Motorisierung, weil es, glaube ich, die kleinste ist, die es gibt, mit 84 PS. Aber kein Turbo, das heißt ein Sauger. Und das Auto, das ist heftig. Das kommt mir vor wie mein 80er, wie mein Herkules. Wenn ich am Horizont auf einer geraden Strecke und ich sehe am Horizont, dass leicht bergauf geht, muss ich runterschalten. Und das ist mit dem Auto eigentlich ähnlich. Also der ist zu fahren wie ein Zweitakter, nur im roten Bereich. Jetzt hat der 0 Kilometer drauf gehabt, das heißt, sollst du die ersten 1000 Kilometer nicht so schinden. Und also halbe Drehzahlband fahren und. Also das ist mit dem Auto schon, hui, das ist schon. Ja, eine Wanderdüne überholt einen ja schon mal rechts, wenn es sein muss. Ja? So, und dann fahren wir runter nach Regensburg und kommen da an und sind hingegangen. Und er sagt, also pass auf, euer i20 zum Abholen ist bereit, er steht da. Machen wir noch so einen kleinen Rundgang und wie das alles funktioniert. Alter Schwede, der Laferé über die Fahrbahn. Am höllichten Tag, 4 Stück. Wow! Sind bloß die weißen Ärsche hinten. Ja, Rebraten. Und dann habe ich darauf aufmerksam gemacht. Habe ich gesagt, hey, Patrick heißt der. Patrick, wie schaut's aus? Hast du die Mail auch bekommen von Kia? Obwohl es ja kein Kia ist. Ja, welche Mail? Sag ich, ja, die Mail, Lieferschwierigkeiten von Kia und dadurch gehe ich mal davon aus, auch von Hyundai, ob er da schon was gehört hat, sagt er nein, aber, und jetzt kommt's, er hat Information bekommen, wann unser Auto kommen soll, grob wenigstens, und das ist im Mai, Ende Mai, Anfang Juni diesen Jahres. Jawohl. Cool. Also hätte ich nicht gedacht. Er ist selber verwundert, sagt er, weil alle Bestellungen, die der im Dezember noch aufgegeben hat, sind teilweise letzte Woche gekommen. Hä? Wie das? Ihr habt auch die immer Lieferschwierigkeiten? Sagt er, ja. Er kann sich's auch nicht erklären. Lieferschwierigkeiten bei Kia, bei Hyundai scheinbar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Hyundai gesagt hat, wir sind der Hauptkonzern, so wie VW, und Kia ist so wie Seat. Und wenn der Kuchen was sagt, hat der Krümel Ruhe zu geben. So ist mir das vorgekommen. Ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Bestellungen, die sie jetzt haben für den Kona, irgendwie noch beliefern wollen. Und was da noch übrig ist, geben die weiter. Reine Spekulation von mir. Also das heißt, Ende Mai, Anfang Juni, eher noch Mai, sagt er, ist unser Auto
Da. Da freue ich mich drauf, weil das, glaube ich, auch wieder schöne Videos werden. Da gibt es dann wieder Videos, da gibt es wieder Testvideos und so weiter. Das Problem ist, dass jetzt ja schon viele Videos über den Kona online sind. Leute, die testen, die Langstreckentests machen und Ladetests und so weiter. Ja, werde ich es trotzdem machen? Ja, ich werde es trotzdem machen, weil ich meine eigene Art habe, ein Auto zu testen und ein Auto ja, zu präsentieren, sage ich jetzt einmal. Ich sehe es nicht als Techniker, weil ich keiner bin. Ich sehe es nicht als Faktenfuzzi. Geht auch bei Motorrädern zum Beispiel. Wenn einer ein Motorrad präsentiert oder testet oder sowas, dann geht er auf die Federwege vorne und hinten und wie viele Federwege hat er da und so weiter. Das interessiert mir alles nicht. Ich bin User und mir ist es nicht wichtig, dass ich weiß, wie es funktioniert, sondern mir ist es wichtig, dass ich weiß, dass es funktioniert. Und dementsprechend werde ich auch den Kona durchfockern. Mal ordentlich. Es könnte sogar sein, dass ich ein Video über den i20 bringe, weil mir das Auto eigentlich ganz gut gefällt, wie gesagt, bis auf Leistung. Aber da gibt es ja andere noch dafür. So. Was gibt es noch momentan Neues? Ja, ich bin momentan über ein Video dran. Da mache ich mir Gedanken, wie zukünftig die Mobilität in vielleicht 30 Jahren ausschauen könnte. Da bin ich momentan drüber. Aber das wird nicht irgendwie so ein Tralala-Video, sondern es wird ein Rumsasa-Video. Das wird meines Erachtens, also wenn das nicht wenigstens Oscar-nominiert wird, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Gespickt mit Hightech-Schauspielern. Im Ernst jetzt. Und mit Hightech-Spezialeffekte. Das wird ein Ding. Ja? Ich sag nur mal so viel, diejenigen, die Zurück in die Zukunft kennen, können sich schon auf was freuen. Ich wollte heute die Außenaufnahmen machen, also ich habe schon Aufnahmen gemacht. Allerdings habe ich gemerkt, dass ich alle Aufnahmen, die ich aus dem Auto raus gemacht habe, durch den Wind völlig verpustet worden sind. Das heißt, man versteht fast nichts. Obwohl ich einen Puschel drauf gehabt habe, die muss ich jetzt alle nochmal neu machen. Deswegen verzögert sich das Video. Aber ja, das kommt schon noch. Ich schätze mal Ende nächster Woche vielleicht. Ja, das war's. Also, good news and bad news. Bad news für alle Kia-Freunde. Good news für alle Kona-Besteller. Wie schaut es bei euch aus? Wir hatten für euch ein Kona bestellt und wer hat eventuell auch neue Lieferzeiten gekriegt? In die eine oder in die andere Richtung. Würde mich mal interessieren, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr keinen bestellt habt und trotzdem was in die Kommentare reinschreiben wollt, schreibt einfach in die Kommentare. Und wenn es zum Beispiel ist, Erster. Allerdings ist es nur lustig, wenn einer wirklich Erster ist. Servus, sagt Locker, euer Focker. Muss ich schon mal gucken, ob noch frei ist, jawohl. Und nun kann ich fahren. Hey, ein E-Up. Hui. Ja, schön. Sieht man auch selten. Jetzt ist aber Schluss. Und Schluss.